Willkommen zurück zu Pikmin 2. Heute machen wir mal weiter mit dem friedvollen Tal, dem ersten Level. Da waren wir schon lange nicht mehr. Einfach der Abwechslung halber. Im Wald des Erwachens gibt es noch ein, zwei Sachen, die wir machen können. Aber alles zu gegebener Zeit. Jetzt haben wir alle fünf Pikmin-Sorten. Wir können hier auch mal im ersten Level uns nochmal umschauen. Ich glaube, da hat sich einiges getan. Aber wir haben jetzt alle Möglichkeiten und steht alles offen. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Sollen wir alle Pikmin nehmen? Von jedem 20? Machen wir das mal, oder? Einfach mal just for fun. Komm, wir nehmen von jedem 20. 20, rote, 20 blaue. Dann nehmen wir noch 20 gelbe natürlich. Da haben wir eine perfekte, runde, bunte, Hunde, wie auch immer. Ob das sinnvoll ist, was ich mache, weiß ich nicht. Ich weiß zum Beispiel, dass es auch vergrabene Schätze hier auf der Overworld gibt. Und deswegen... Ja, so Sachen habe ich halt jetzt vor, erstmal einen Angriff zu nehmen. So, wenn ihr alle Blüten seid, dann haben wir sogar die ultimative Bande. So nenne ich sie mal. Ich habe aber irgendwie... Hä? Sind jetzt schon wieder die Hälfte abgehauen? Nee, die stehen noch da. Gut. Schätze auf der Overworld sind angesagt hier. Guck mal, auf einmal ist hier was. Auf einmal ist hier was. Nektar. Hey, sogar der andere Nektar. Der ist nämlich direkt fertig aus den Beeren. Das ist gut. Das ist gut. Der lila Tropfen, den Sie hier sehen, enthält Ultra-Bitter-Essenz. Ein Tropfen enthält eine Dosis. Setzen Sie sie gegen feindliche Kreaturen ein. Nähern Sie sich den Kreaturen und drücken Sie 1, um sie zu besprühen. Jupp. I will do that. Direkt einsaugen. Und die andere Essenz jetzt auch erstmals komplett. Toll! Wir haben das nun mal prädestiniert erklärt, oder? Die rote Flüssigkeit, die Sie hier sehen, enthält raffinierte Ultramotivier-Essenz. Ein Tropfen enthält eine Dosis. Drücken Sie 2, um Ihre gesamte Truppe damit zu besprühen. I will do that. Wahrscheinlich. Om nom nom. Und das Ganze. Ich sehe es kaum, weil hier so viele Abonnenten rumstehen. So. Ihr macht die Blatt. Müssen wir ja nicht pflücken, weil 100 auf dem Feld, dann landen die alle. Boah, guck mal, was das für ein Brocken hier. Bäm. Und dann langsam aber sicher umschauen. Aber sicher, sicher. Den Tag effektiv nutzen. Das ist die heutige Devise, die Aufgabenstellung. Guck mal, was machst du denn da? Komm her. Mal ernsthaft. Kannst dich immer noch chillaxen. Okay. Da kann ich nicht widerstehen. Wenn ich so Blumen sehe, da muss ich einfach zuschlagen. So, und jede Menge von euch. Jung! Die Kleinen werden uns ja wohl nichts antun. Obwohl sie es gerne würden. Lass mal die Lilanen drauf. Zamzera. Paralysiert. Ohne Chance. Okay, ansonsten haben wir hier den Weg damals freigelegt und sind in diese Höhle rein. Soweit, so gut. Und hier können wir nur mit den... Okay. Ich glaube, die Blauen müssen irgendwo Wasser ablassen. Kann das sein? Sonst kommen die anderen noch gar nicht weiter. Warte, warte, warte. Oder nicht? Dann ist er erst dahinter. Oh Gott. Wo sind die anderen Blauen? Hier oben sind aber auch Schätze. Das sollte man nicht unterschlagen. Schön, die haben das meiste an die Blaue getragen. Das finde ich gut. Möp, möp, möp. Guck mal, hier ist auch noch Zeug. Das machen wir hier, die Dealernen. Einer für dich und einer für dich. Und ihr kommt mit. Oder liegt da noch was auf dem Gullideckel, ne? Okay. Ich glaube, dass hinter dieser Mauer, die die Blauen jetzt einreißen, sich halt noch was befindet. Halt so ein Stöpsel. Dass die Pikmin sich da bewegen können. Ich weiß, dass da noch ein Schatz ist. Also hier rechts. Da ist noch was.
Da sehen wir es auch. Da hinten. Seht ihr das? Das da, den Knubbel da, den Pickel. Den kaputt machen und alle können hier lang. Beeilt euch. Ich hol mal euch dann. Gell, habt ihr nichts dagegen? Ihr zwei Fettis. Ich finde es so beeindruckend, wie die jetzt eigentlich 20 darstellen, aber trotzdem am langsamsten sind. Während die weißen Pikmin die Sachen am schnellsten tragen. So. Gute Arbeit, meine lieben Liebenden. Okay. Hör auf damit. Sonst blaue stehen hier nicht rum, ne? Eieiei. Da hilft nur abwarten und Tee trinken. Hier ist auch noch was. Hier ist was vergraben. Da müssen die weißen Pikmin hin. Das habe ich nämlich gedacht. Und hier oben liegt, glaube ich, was. Liegt hier was? Nein! Endboss-Time! Das war wirklich der Boss vom zweiten Dungeon, ey. Den gibt's hier einfach mal so zum Mitnehmen, wisst ihr? Deswegen bloß aufpassen. So, saubere Arbeit bis dato. Jetzt noch das hier. Ihr seht schon, hier hinten gibt's noch einiges mehr zu tun. Wie kommen die denn drüber erstmal? Ist auch egal. Mal wirklich mit dem Blauen wieder, oder was? Ach, da kann man raus. Okay. Das sind auch die Blauen, die Dings bauen. Aber eins am anderen. Das ist alles cool, alles cool, alles cool. Ob ihr die Brücke bauen sollt, dann müssen wir erstmal die Gegner erledigen. Und. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall erstmal mitkommen, gell, ihr Hübschen? Möp, möp, möp. Ganz genau. Okay, machen wir erstmal den Boss. Ich bin Todesmutter. Obwohl, da hat er viel zu essen, wenn ich so dahin gehe. Egal, komm. Tschum. Auf den Kopf, auf den Kopf. Oh, die Gelben. Wo sind die Gelben, wenn man sie braucht? Oh, ernsthaft? So, mach mal nichts. Das ist sehr schlecht, was ich gerade tue. Okay, gelb, gelb, gelb. Okay. Das ist sehr... war nicht sehr schön, was ich hier tue. Komm, wir gehen mal woanders hin, dass er auch die Position wechseln muss. Ich hätte nur mit den Gelben hierher kommen sollen. Mann! So, jetzt habe ich dich so ein bisschen. Jetzt hast du bald nichts mehr zu lachen. Was ist jetzt los? Hat er ein Weißes gefressen? Interessant! Auf dem Fetzer eines weißen Pikmin zeigt die Kreatur Anzeichen einer Vergiftung. Vielleicht sondern weiße Pikmin eine giftige Substanz ab, wenn man sie kaut. Wie fasziniert. Ist er jetzt down? Oder nur schwer verletzt dadurch? Komm schon! Sei nicht so weit oben! Komm runter von deinem hohen Ross! Hier die Gelben vor allen Dingen. Ah, schon wieder so viele Opfer, das ist unglaublich. Du Opfer. Ja, komm! Und tschüss, Mann! Hell yeah, Baby. Was geht denn ab? Sag mir jetzt aber nicht, dass... Hat er keinen Schatz gehabt oder soll der Kopf der Schatz darstellen? Ernsthaft? Der hat keinen Schatz gehabt? Was? Echt nicht? Aber an der Stelle sind Schätze, oder was? Ihr grabt mal das aus. Ich habe noch Weise dabei. Hä? Wieso nicht erzählen, dass alles für die Katz war? Okay. Doch, da ist was. Das haben sie auch schon angefangen zu graben. Da hatte ich das doch richtig gesehen. Naja, trotzdem ärgerlich. Trotzdem ärgerlich. So, ihr kommt mit. Ihr ebenfalls. Mup, mup, mup. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht, ey. So, seid ihr auch fertig da? Ihr seid zu wenig. Puh.
Puh, einer bleibt da und ich gehe mal mit dem Blauen weiter und versuche die Brücke zu bauen. Wir können da nur mit Blauen hin, weil Wasser. Pinke Plage! Okay. Ob das reicht, habe ich meine Zweifel irgendwie. Das sind schon harte Viecher auf der anderen Seite. Warum begeben wir uns eigentlich direkt so in Gefahr? So, 50. Oh, wir haben 5000 jetzt. Stachelige Leckerei. Wir haben 50% der Schulden beglichen. Oh mein Gott, voll die Meldung. Ziemlich genau die Hälfte. Was natürlich eine super Sache ist. Kommt, Jungs, arbeitet! Okay. Gucken wir mal. Sammel halt mal den Rest. Ach, das ist den Opfern zu schulden. Aber Pikmin kann man ja ersetzen. Ja, nicht so wie Haustiere oder so. Nein, Pikmin kann man ersetzen. Chip, chip. Genauso wie Abonnenten. Kommt ein D-Abo, kommt ein neues Abo. Viel Spaß. So. Ja, dann hol doch mal welche raus, dass wir wieder auf 100 sind. Was ist los? Vielleicht finden wir ja Nektar und alles Weite erübrigt sich. Alles klar hier? Ach, die sind schon lang fertig. Na, dann ist ja gut. Ich möchte mal da hinten schauen. Vielleicht gibt es auch noch Blumen. Da war ja nichts weiter. Da war die Batterie und da war Louis gestrandet, anno damals. Aber Blumen gibt es hier keine mehr. Aber der Abdruck von Louis ist noch da. Er ist nicht zugeschneit oder so. Ist immer noch da, mit der Fratze von Louis. Für immer verewigt. Im Schnee. Des ersten Gebietes. Kommt ihr? Tja, dann haben wir ein bisschen was zu erkunden da hinten. Aber ansonsten bin ich schon recht zufrieden. Eigentlich, dass wir hier mal so ein bisschen nochmal aufgeräumt haben, gell? Den Weg geebnet. Nöp, nöp, nöp. Immer warten auf die Blood-Pigmen. Dieser Lappen! Geht doch mal ins Fitnesscenter. So langsam läuft wie ihr immer, ganz ehrlich, ey. So. Jetzt ist die Frage, wollen wir uns da mit denen abgeben oder nicht? Fakt ist, ich gehe jetzt gerade mit 100 Pigmen dahin und da ist ein nächster Dungeon. Irgendwie habe ich nicht das Verlangen. Mach ruhig ein paar Kreaturen down. Aber wir haben eh nichts davon. Weil der Tag einfach schon ziemlich vorangeschritten ist. Mittlere Katastrophe, wenn jetzt manche ins Wasser gerannt sind. War es das wohl auch, ne? Hilft alles nix. Zwei, drei waren's. Und du, vielleicht hat einer von denen einen Schatz. So. Und komm, probiert. Tut euer Bestes. Wow. Das ist auch ganz schön weit geschmissen. So, wo seid ihr? Stehen so rum. Na gut, mit diesen Erkenntnissen sollten wir lieber aufgrund der Zeit. Moment mal. Wo trägst du die hin? Wo trägst... Ach, da kommen wir zum Gully! Krasse Abkürzung. Gut zu wissen. Hier war auch was. So eine Kleinigkeit, aber jetzt läuft uns wirklich die Zeit weg. Da kann ich das nicht mehr... Leider nicht mehr erkunden, was da war. So, dann ist ja gut. Wir gehen den Weg zurück. Um zu gucken, ob da noch irgendwelche Kerle rumliegen. Okay. Ah, hier sind sie. Ein guter Haufen. Da stecken sogar ein paar Blaue da. Bitteschön.
Und da haben wir wieder alle zusammen. Hat mal wieder zeitlich richtig schön gepasst, ne? Passt sogar so gut, dass ich hier jetzt direkt zum Sonnenuntergang gehen werde. Weil ich brauche die Sekunden jetzt nicht mehr abwarten. Er kann keine Sekunden mehr warten. Ja, ein paar Opfer gab's, aber wir haben uns ein bisschen auf der Oberwelt umgeschaut. Einiges bereit gemacht, ganz klar. Das Wasser da abgelassen, den Storch besiegt, die Mauer eingerissen und da hinten können wir uns, wenn wir wollen, umschauen. Trotzdem gehen wir im nächsten Part wieder in den Wald des Erwachens, weil da wartet noch ein Dungeon auf uns, ja. Und das wird dann wohl eine größere Sache. Schätze ich jetzt einfach mal. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und ansonsten haben wir noch die mythische Quelle. Nicht zu vergessen, ne? Das dritte Gebiet. Da haben wir nur schnell die gelben Pikmin rausgeholt und sind dann wieder verschwunden. Naja, ein paar Schätze gab's. Kann man sich nicht beschweren. So, ich sehe. Gut, es ist ein weißes und zwei lila Pikmin leider verstorben, aber ansonsten gab es ein Hoch auf allen Seiten. So, dass ich da nichts mehr sagen muss. Ohne Maße sind mein Held. Die halben Schulden sind getilgt. Trotzdem muss ich untertauchen. Konzentrieren Sie sich auf die Arbeit. Keine Faulenzereien. Gut. Das wäre es immer wieder gewesen mit einem chilligen paar Pikmin für heute. Wenn es gefallen hat, nicht vergessen, Daumen hoch zu geben. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Also, Freunde, bis dann und ciao.